mich ja in den Stand eines Messias erhoben haben, erwarte ich natürlich ungebrochene Unterstützung bis heute. Muss jedoch mit großem Erstaunen feststellen, ich bin ja total schockiert und total überrascht, das hätte ich ja nie gedacht, dass sich das dahingehend so entwickelt, dass alle Jünger plötzlich abspringen und gegen mich argumentieren, wo ich doch der große Pittiplatz bin, mit dem Heiligenschein und Jesuslatschen daher geschwebt kam und alle haben mich erkannt, ich habe dich erkannt, Thomas. Ja, dieselbe hirngeschissene Kacke von der Schlampe, die hier auf Koh Phangan war, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, dieses schwarz Harsche Flitschen, diese Nutte, die noch behauptet hat, sie würde mit Bandido und Hells Angels zusammen einschenken. Großer Fehler, kann ich nur sagen. Solche Äußerungen loszutreten, das ist nicht ganz unproblematisch hinten raus. Kann ich immer nur wiederholen, aber das ist euer Problem. Ja. Auch Äußerungen von Gelcha Brunger beispielsweise. Das ist alles registriert, alles aufgenommen, alles aufgezeichnet und noch mehr. So. Und tja, die Geschichte mit uns, Norman, mit sozusagen einer Live-Schaltung, also die Hörer oder die Seher bei YouTube oder wie die ganzen Piss-Kanäle oder die Plattformen dafür heißen mögen. Ich bin grundsätzlich schwer angepisst. Ich wache früh auf oder mittags, je nachdem. Wobei natürlich von meiner Außenwelt behauptet wird, ich würde nicht schlafen. Es ist unglaublich, was ich hier zu hören bekomme. Ja. Nach wie vor, ich meine, es gab Zeiten, da habe ich bestimmt nicht geschlafen, das habe ich ja nun selbst veräußert, in den Videos und im Fernstudium, aus gutem Grund. Und das wird offensichtlich gegen mich verwendet und das sind wir auch genau beim Thema, weil es ist offensichtlich, dass es hier darum geht, jemanden völlig mit Schrucke zu machen und jemanden Maß zu nehmen, der vermeintlich ein Drogenproblem hat. Aber dieses Drogenproblem ist leider nicht da, also leider für euch, denn das hat schwerwiegende Konsequenzen. In ein Leben einzutreten und jemanden missionieren zu wollen, auf jemanden Druck auszuüben in Form von erzeugten Lebensumständen, das nennt man grundsätzlich erstmal eine kriminelle Organisation, ja, eine kriminelle Handlung, die in Gruppe organisiert, geplant, beabsichtigt war und ist und durchgeführt wurde. Das ist Höchststrafe nach dem Gesetz. Natürlich nicht für die, die das Gesetz brechen, mit solchen scheinheiligen Argumentationen wie, wir sind ja eine Hilfsorganisation oder wir sind eine Charity oder, ich gebe einen Scheiß darauf. Denn auch das habe ich in meinem Buch beispielsweise beleuchtet und mitgeteilt, dass gerade die großen Organisationen auf der Welt, in der Welt, nichts anderes tun als das, was sie tun. Ja? Kleidersammlung, wer seine Kleider in die Kleidersammlung gibt, und glaubt, ein afrikanisches Kind würde dies erhalten, kostenfrei. Der Ort, das ist die Mafia. Die Kleider werden gesammelt, selbstverständlich eingesammelt, kostenlos. Das ist eins der größten Business in der Welt. Genauso wie die Spenden, die losgetreten werden, mit Hilfe von Funk und Fernsehen. Und die Gutmenschen, gerade in Deutschland, ich gehe davon aus, oder ich weiß, dass die Deutschen das hilfsbereiteste und naivste Volk sind nach wie vor, gerade nach der Nazi-Keule, die bis heute dröhnt und schellt, ja, immer wieder Mahnwachen, um Faschismus zu verhindern in der Welt. Und kein Schwanz merkt, oder sagen wir, die Deutschen merken nach wie vor nicht, dass sie im Faschismus leben, allgegenwärtig. Denn was ist die Deklaration des Faschismus? Nie wieder Faschismus, sagt Frau Merkel und Co., trifft sich mit den Präsidenten der EU einmal im Jahr oder was weiß ich wie oft, um an die Opfer des Nazi-Regimes zu gedenken und an die Gefallenen, ja, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ja? Warum tut man das? Warum lässt man die Vergangenheit nicht ruhen, wo doch jeder weiß, dass das wichtig ist, gerade für die spirituelle Entwicklung? Wo ist der Aufschrei von New Age? Ja? In Bezug darauf, es müssten doch nun genug spirituell erleuchtete Wesen da draußen herumschweben, Yogisten und so weiter, ja, die im Bilde sind, die über die wahrhaften Zustände aus der Zeit Bescheid wissen. Und die müssten doch mal etwas tun. Und wo ist denn eigentlich das Miteinander und das Gleichnis, der Gleichnischarakter in der Welt? Wo ist er? Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir Deutschland anschaue, dass die ganze Welt um Deutschland herum, auch in Afrika, alle wissen Bescheid. In Afrika wird das nach wie vor das Hakenkreuz gehuldigt.
Denn man weiß, dass die African Corps der Deutschen nicht zum Überfall oder zur Kolonialisierung in Afrika waren, sondern zu Zeiten der Kolonialisierung Afrika befreit haben, geschützt haben vor den alliierten Siegermächten, die als Kolonialisten die ganze Welt vereinnahmt haben und überall präsent sind, so wie auch hier in Thailand. Wenn man irgendwo herausfährt aus einem Gebiet, zum Beispiel steht dort Bonjour, bon voyage, was auch immer, was ist das für eine Sprache, bitte? Französisch, ja? Französisch. Und warum ist ein offensichtlich eine Amtssprache, ja, oder eine sagen wir, akzeptierte Sprache, Französisch in Thailand? Und warum taucht sie überall auf an großen, in Verbindung mit dem Government stehenden Signs, also Schildern? Große Frage bitte, warum? Könnte es sein, dass wir auch hier belogen werden über Thailand, dass sich nichts bewahrheitet von dem, was wir erfahren? Ich gehe davon aus, aber sei es drum. Was viel wichtiger ist, und das ist das Wichtigste überhaupt, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Ich sitze mal wieder oder stehe gerade und laufe hier mit meinem Telefon umher. Geldlos, mittellos, finanzieller Engpass, habe noch 300 Baht in der Tasche oder 400, das war's. Wie ihr wisst, brauche ich Koks und Nutten. Ich bin schließlich ein Drogenabhängiger in den Fängen der globalen Weltmafia. Werde hier zur Fotze gemacht jeden Tag. Und ihr wisst das ja. Wäre es nicht nur angemessen, dementsprechend zu handeln und wenigstens mir ausreichende Geldmittel zur Verfügung zu stellen, damit ich mir meine Drogen kaufen kann? Wie soll ich denn Drogen kaufen? Soll ich mich jetzt noch prostituieren? Also ich bitte darum, hurtig, hurtig, schnell, schnell, auf dem schnellsten Wege bitte Geld zum lieben Pittiplatsch. Ja? Ich melde mich dann später nochmal.